So, hallo, hier ist wieder defi.jetzt mit der Ausgabe Nummer 24. Thema heute ist Tokenisierung. Und wir haben uns den Thomas Nägele, seines Zeichens Rechtsanwalt aus Liechtenstein, der dort auch das Blockchain-Gesetz maßgeblich mit verfasst hatte, eingeladen. Ich hatte ihn ja schon mal bei mir in Stuttgart vor ungefähr 2 Jahren, also Anfang 2019, zum Meetup eingeladen. Und heute reden wir dann über dieses Thema Tokenisierung und was aus dem Gesetz geworden ist. Danke. Ja, hallo Thomas, grüß dich, herzlich willkommen. Hallo miteinander, danke für die Einladung. Es ist eine Freude, hier zu sein. Gerne. So, fang gleich mal an, Thomas. Klar, du bist jetzt Rechtsanwalt, hast Jura studiert, aber wie bist du dann als Anwalt zu Krypto gekommen? Also ich habe 2011, als ich noch in Wien damals Jura studiert habe, habe ich mich schon mit Bitcoin befasst und war da interessiert. Ich habe während dem Studium auch immer Software programmiert, also habe so über 10 Jahre hinweg immer so nebenher ein paar Applikationen geschrieben. Und bin immer schon interessiert gewesen an Technik und habe darum dann während dem Studium eigentlich mich mit Bitcoin befasst, einfach nur aus Spaß an der Freude, also mehr mit der Technik, mit dieser interessanten Währung im Internet. Und habe dann 2013 meine Dissertation, also mein Doktorat begonnen mit dem Thema die Rechtsnatur von Bitcoin, damals natürlich. Das habe ich jetzt übrigens im Mai finalisiert. Die Arbeit heißt zwischenzeitlich ein wenig anders. Die Rechtsnatur von Token nach dem TVTG, also ist nicht der ganze Titel, aber der wesentliche Teil des Titels. Und habe in meinem Werdegang natürlich nachher, als ich das Studium abgeschlossen habe, die klassische Anwaltskarriere eingeschlagen. Und mich dann 2015 die Nägele Rechtsanwälte GmbH gegründet und recht schnell einmal die ersten Projekte im Blockchain-Bereich auch hier beraten dürfen in Liechtenstein. Und seitdem, also wir sind zwischenzeitlich eine für liechtensteinische Verhältnisse mittelgroße Anwaltskanzlei und beschäftigen uns, ca. 80% unserer Beratung hat irgendwie Blockchain, Kryptowährungen zu tun. Wir machen aber das, was jede Anwaltskanzlei macht. Wir beraten zu Banken, Kapitalmarktrecht, aber auch natürlich Arbeitsrecht. So ein bisschen das alles, was der Kryptounternehmer braucht, bieten wir an und sind somit zu einer Full-Service-Kanzlei in Liechtenstein geworden. Und ich sage immer, eben 80% unserer Tätigkeit hat irgendetwas mit Blockchain zu tun. Und für mich ist das etwas, also bei mir stehen auch in meinem Büro steht ein Lightning Node. Wir betreiben 2 Lightning Nodes selber, eine noch für unsere Snackbar. Ich habe da wirklich Spaß daran. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich muss das jetzt machen. Ich glaube, dann hätte ich es nicht schon 2011 begonnen, oder? Für mich ist das etwas, ich hab eine Riesenfreude, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Ich tue das jeden Tag gerne. Also ich habe einen Riesenspaß. Bist du in Liechtenstein geboren oder bist du aus Österreich? Ich bin aus Liechtenstein. Ich bin liechtensteinischer Staatsbürger. 1981 bin ich geboren. Da hatte Liechtenstein offensichtlich keine ausreichend genügende Geburtenstation, zumindest für die Verhältnisse meiner Mutter. Und die hat gemeint, wir sollen da lieber, das war auch üblich, dass man nach Krabs geht in die Schweiz, also gerade über den Rhein bei uns, 10 Minuten mit dem Auto. Und ich bin in der Schweiz geboren, aber nach meiner Geburt in Liechtenstein aufgewachsen. Und da zur Schule gegangen. Aber wie du schon richtig bemerkst, mein Einschlag ist ein wenig Österreich und das kommt vor allem aus meiner Studienzeit, 8 Jahre. Ich sage immer, der Liechtensteiner, der kann kein Hochdeutsch sprechen. Wir können uns bemühen, verständlich zu sprechen. Und wenn wir das tun, dann hörst du diesen Einschlag. Finde ich aber jetzt nicht unangenehm und ich denke schon, dass du dich ordentlich ausdrücken kannst. Mich hat es bloß gewundert, dass du in Wien studiert hast, was ja natürlich für Schweizer oder Liechtensteiner jetzt nicht unbedingt so üblich ist. Aber ihr lebt ja da so im Zwischengebiet, sagen wir mal, zwischen 2, 3 größeren Städtchen, also Plural von Staaten. Aber das ist, für die Liechtensteiner ist es übrigens, gerade die Jus studieren wollen, also Jura studieren wollen, ist es sehr üblich, weil wir einen großen Teil unseres Rechts haben wir aus Österreich rezipiert. Also 80% unserer Gesetze kommen eigentlich aus Österreich. Gerade unser Zivilrecht ist das österreichische ABGB in leicht veränderter Form. Wir haben das Sachenrecht dann aus der Schweiz übernommen. Ohne jetzt ins Detail zu gehen, also die Studenten, die Jus studieren, also Jura studieren wollen, die studieren oft in Österreich. Innsbruck und Wien sind also die Klassiker. Interessant. Wenn man euch besucht, du sagtest, ihr habt eine Lightning-Note oder 2 laufen. Das heißt, wenn man dort ein paar Bitcoins, Satoshis mitbringt, dann kann man bei euch an der Snackbar dann mit Satoshis etwas ziehen. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Also bei uns in der, nicht nur in der Kanzlei, wir haben ja unsere Kanzlei im House of Blockchain in Liechtenstein. Man kann bei uns in der Kanzlei wie im House of Blockchain kann man das Snackbar mit Satoshi bezahlen. Wir betreiben zwei Lightning Nodes da. Übrigens, also auch bei uns in der Kanzlei kann man seit 2017 mit Kryptowährungen bezahlen. Das ist also nichts Neues für uns. Auch wieder so eine Geschichte, oder? Das muss man schon. Also ja, für uns ist das irgendwie klar. Ich bin jetzt momentan gerade dabei, ein Lightning ATM aufzubauen, damit man dann oben die Schweizer Franken reinwerfen kann und dann Lightning aufs Wallet bekommt, also Satoshi über Lightning aufs Wallet bekommt. Mhm. Okay, gut. Du bist ja nur in unserem Podcast, der heißt DeFi.jetzt. Was ist denn deine Definition von Decentralized Finance? Für mich ist es recht einfach, so mein Verständnis ist, dass es Decentralized Finance auch ist, also irgendwelche Produkte und Dienstleistungen, und zwar Finanzdienstleistungen, die Dezentralisierung verwenden. Und ich unterscheide dann immer, was ist meine Definition von dem, was damit alles erfasst wird und dem, was ich als Jurist darunter verstehe, das ist dann wieder was anderes, weil das vor allem regulatorische Implikationen hat, oder? Weil es gibt ja nicht, wenn man so anschaut, was da in der Praxis passiert, da wird vielem der DeFi-Stempel aufgedrückt und in Wirklichkeit ist da sehr wenig dezentral und sehr viel zentral. Gut, und was ist jetzt deine Definition von DeFi? Kurz, in einem Satz. Für mich Finanzdienstleistungen, die ein dezentrales Element haben. Dezentrales Element oder die rein oder richtig dezentral sind? Anders gesagt. Das ist die Definition, die ich sehe, weil damit erschlägst du das, was in der Praxis am meisten kommt, oder? Damit ist das meine Definition. Das ist das, was du siehst, damit du das, was in der Praxis gelebt wird, wirklich passiert. Für mich gibt es dann noch wie eine verschärfte Definition und das sind das wirklich echte, rein dezentrale Finanzsysteme. Das ist aber was anderes und das für mich ist die Definition breiter, weil sonst hättest du ganz, ganz wenig wirkliche DeFi-Projekte laufen. Und hast du noch eine Definition für das andere, wenn es jetzt so verschärft dezentral ist oder nur rein dezentral oder pur dezentral? Fällt dir da was ein? Ich habe mir noch keine Definition überlegt, aber ich kann sie, das ist jetzt nicht ins Reine geschrieben, oder? Aber ich kann dir die Elemente kurz aufzählen. Für mich ist das immer dann wirklich rein dezentral, wenn du keinen Betreiber ausfindig machen kannst, sondern dass das wirklich ein dezentrales Netzwerk, ohne dass das eine Minderheit beeinflussen kann, da, was da passiert, betrieben wird auf irgendeinem Layer-1-Protokoll, das, was auch immer das jetzt ist. Und da hast du dann aber auch nicht jemanden, der bei den Money Streams da mitschneidet, außer die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Also wirklich beispielsweise der Klassiker für mich, so eine dezentrale Exchange, wo du die drei Phasen, also Trading, Clearing und Settlement, wirklich dezentral organisiert hast, wo du kein zentrales Matching hast beispielsweise. Dann ist es für mich wirklich dezentral. Und dann ist das ist für mich so die verschärfte Definition von DeFi. Und da wird es dann spannend, auch regulatorisch. Wo braucht es da Regulierung und wo nicht? Vielleicht noch ein kurzer Schwenk wieder zurück. Du hattest vorhin im Vorgespräch gesagt, du betreibst auch einen Kaffee-Podcast. Ja, genau. Also ich habe jetzt launche ich gerade den Coffee from the Block, sein Videoblog, den wir hier im House of Blockchain aufzeichnen und interessante Persönlichkeiten, die bei uns durch die Gegend rennen, einfach auch befragen, was sie so tun, wo sie herkommen, wie sie zu Blockchain oder Krypto gekommen sind und ein bisschen auch ihre Geschichte erzählen. Das ist für mich ein ganz spannendes Projekt. Mal schauen, wohin mich das noch treibt. Und weil ich so Kaffee-Fanatiker bin, darum heißt es auch Coffee from the Block. Also ich liebe Kaffee, ich röste sogar selber zu Hause Kaffee. Ich habe eine ordentliche Kaffeemaschine bei mir im Büro stehen, also eine Siebträger-Kaffeemaschine. Und ich verschwende da, also aus Perspektive meiner Frau, verschwende ich sehr viel Zeit mit Kaffee. Und das ist für mich ganz lustig, weil bei Kaffee habe ich jetzt gerade letztens so festgestellt, Kaffee konsumieren recht viele Leute, oder aber wenige befassen sich damit eingängig. Und jeder, der das mal tut, das ist wie bei Bitcoin, down the rabbit hole. Wenn du das mal beginnst, oder, dann hört es nicht mehr auf. Oder dann irgendwann fängst du mal an zu verstehen, wie machst du ordentlichen Kaffee. Und dann, wenn du das mal kannst, gehst du weiter und sagst, okay, wie könnte ich Kaffee rösten? Und das ist so eine never-ending story. Und darum, ich habe das ein tolles Element gefunden, so Kaffee-Verrücktheit oder Passion mit Blockchain-Passion zu verbinden. Darum heißt es Coffee from the Block. Wo kommt für dich der beste Kaffee her? Aus welchem Land? Ja, man kann nicht sagen, der kommt aus einem bestimmten Gebiet. Das ist je nach Geschmack, oder? Ich liebe Kaffees aus Kenia zum Beispiel, oder? Ich liebe aber auch Kaffees, die eine Säure haben. Das gibt es nicht oft, oder? Also der klassische Kaffee-Geschmack der Mitteleuropäer ist eher nicht säurelastig. Also Säure ist etwas, was man nicht möchte.
möchten, oder? Wir möchten diese Röstaroma, der klassische italienische Kaffee, den du bei der, das sagt immer jeder, oder? An der Autobahnraststätte, da gibt es den besten Espresso, oder? Und für mich ist das nicht, also ich habe auch gern mal Frucht und Frucht bedingt auch Säure und ich habe auch gerne diese Säuren im Kaffee. Und dumm, das ist natürlich Geschmackssache, aber wie gesagt, ich habe auch, auch Kaffee aus Südamerika sehr gern, Costa Rica, also da gibt es eigentlich die Vielfalt macht aus. Ich trinke auch nicht einen Kaffee, nur den, sondern ich schaue mir unterschiedlichste Kaffees an aus der ganzen Welt. Gibt es ja in Jamaika auch Kaffee, den die Katzen, wo die Katzen die Kaffeebeeren gegessen haben und dann die Kerne werden dann, nachdem sie den Magen-Darm-Trakt der Katzen durchwandert haben, werden dann eingesammelt und zu Kaffee geröstet. Ich glaube, das waren die indonesischen Schleichkatzen, das wollte ich auch gerade fragen. Hast du den schon mal getrunken? Kopi Luwak nennt man den. Ja, den durfte ich auf Bali schon mal genießen. Ich habe dazu vor 2 oder 3 Tagen bei Forschung aktuell einen Beitrag gehört, weil das Forscher gerade untersuchen, ob das Aroma, was dort angeblich kommt, wirklich durch die Säuren des Schleichkatzenmagens, also alles ja durch den Darmtrakt geht. War ganz interessant, kann ich nur empfehlen, vielleicht hörst du es dir mal. Ja, die Vorstellung ist nicht so schön, aber das Resultat ist eigentlich ein ganz ein gutes. Zur nächsten Frage. Du bekommst 1.000 Euro von uns oder Franken, je nachdem kannst du dir aussuchen. Wir sind da flexibel. In was tauschst du sie? In Bitcoin. Komplett? Ja. Nicht in Kaffeebohnen? Nein, in Bitcoin. Okay. Wenn ich von euch 2.000 Euro bekomme, dann tausche ich sie in Bitcoin. Welche Kryptowährung findest du gut und warum? Ich nehme an, deine Antwort wird ähnlich sein, aber du antwortest. Nein, also natürlich, für mich ist Bitcoin eine sehr interessante Kryptowährung. Nicht nur als Geburtsstunde von Blockchain. Umso mehr man sich mit Bitcoin oder ich mich mit Bitcoin befasse, umso faszinierter bin ich, wie das Ganze funktioniert. Das ist für mich ganz interessant und spannend und ich kann nicht zu wenig Zeit damit verschwenden oder verlieren. Welche Kryptowährung ich sonst noch gut finde und warum? Ich finde immer jene Kryptowährungen gut, wo man wirklich einen Nutzen dahinter hat, oder? Und die einfachste Antwort überall dort, wo wir ein Layer-One-Protokoll haben, wo ich die Kryptowährung brauche, um dieses System zu nutzen, oder? Dann hat das für mich schon mal einen Nutzen. Da kann ich mal was damit anfangen. Das verstehe ich. Das kann ich nachvollziehen. Und sonst kommt es halt immer darauf an, was ich als Gegenzug bekomme oder was ich damit tun kann, was mir diese Kryptowährung ermöglicht. Und wenn es dann nur, das kann ja dann auch sein, oder wenn ich sage, ich brauche jetzt eine Kryptowährung und möchte eine gewisse Stabilität haben und ich habe den für einen gewissen Zweck, brauche ich das, dann macht das für mich auch Sinn. Aber es gibt nicht, die Kryptowährung finde ich gut oder die finde ich schlecht. Ich finde die Kryptowährung gut, wo ich den Nutzen verstehe und mit denen ich etwas anfangen kann. Und für mich ist Bitcoin Wertspeicher übrigens. Ja, gut. Kommen wir mal zum Liechtensteiner Blockchain-Gesetz. Wer hatte denn die Idee dazu? Initiiert wurde das Ganze vom Ministerium für Präsidiales und Finanzen. Das ist das Ministerium des Regierungschefs. Der damalige Regierungschef Adrian Hasel hat diese Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Und die Arbeitsgruppe, den Vorsitz darin hatte der Dr. Thomas Tünser. Der ist momentan Leiter der Stabsstelle für Finanzplatzinnovation in Liechtenstein. Und wer jetzt wirklich die Idee hat, weiß ich gar nicht, das müsste man die fragen. Ich kann sagen, wie ich zu diesem Thema, also zu dieser Arbeitsgruppe gekommen bin. Ich hatte damals den Thomas Tünser in Schaan kennengelernt, 2016, und habe dann mit ihm gesprochen und gesagt, ja, ich arbeite an einer Doktorarbeit zum Thema Bitcoin Blockchain im weitesten Sinne. Und falls die liechtensteinische Regierung gedenkt, da regulatorisch tätig zu werden, wäre es doch schön, zumindest eine Info zu bekommen oder dass mein Vorhaben nicht konterkariert wird. Oder mit anderen Worten, ich gebe die Arbeit ab und 2 Tage später kommt irgendein Gesetz raus und die Arbeit ist umsonst. Ist ja natürlich nie, aber ja, das war es eigentlich mein Ansinnen. Und dann hat er gemeint, ja, super, tolle Idee und es gibt eine Arbeitsgruppe. Und dann durfte ich dann da auch Einsitz nehmen in dieser Arbeitsgruppe und auch mitwirken bei dieser Arbeitsgruppe. Und wer mitwirkt, das ist ja gerade die nächste Frage, das ist nicht öffentlich. Ich kann also, was öffentlich ist, dass der Thomas Tünser den Vorsitz hatte und was öffentlich ist, ist, dass ich Mitglied der Arbeitsgruppe war. Sonst glaube ich nicht, dass das öffentlich ist. Aber ich kann so viel sagen, es waren nicht viele, es waren eine Handvoll Leute oder 2 Handvoll Leute. Okay, und wie lange brauchtet ihr bis zur Verabschiedung
des Gesetzes, also von der Idee bis das dann durchs Parlament durch ist? Das war von 2016 bis 2019 im Oktober. Also so 3 Jahre, gut, hat es gedauert. Wir hatten natürlich am Anfang, das muss man sich ja zurückerinnern, oder? 2016 war ja noch nicht wirklich so viel da. Und Liechtenstein ist jetzt auch nicht bekannt dafür, dass wir Gesetze von Grund weg schreiben. Normalerweise schauen wir, was die Schweizer, die Österreicher und die Deutschen machen und dann rezipieren wir immer das. Also wir schreiben es quasi ab und passen es halt ein bisschen ab, passen es an auf unsere Bedürfnisse hier in Liechtenstein. Damals gab es natürlich in dem Bereich wenig und irgendwann kam dann die Vorhaben aus Malta wurden bekannt, Gibraltar hatte dann mal die eigene Regulierung. Und es gab wenig, wo man sich eigentlich anlehnen konnte. Und das war auch spannend, oder? Weil als dann der Regierungschef im März 2018 das erste Mal öffentlich über dieses Gesetzesvorhaben sprach und dann aber auch mitgeteilt hat, dass es eben mehr ist wie nur, weil das war so ICO-Hype, oder? 2017, jeder macht noch ein Initial Coin Offering und wir hatten da auch diesen Hype, dass so viele Geld eingesammelt wurden für die Unternehmensfinanzierung. Und da waren natürlich die drängendste Frage, ja, muss man das regulatorisch einfangen? Und Liechtenstein hat da den Weg eingeschlagen und gesagt, man versucht zuerst einmal zu verstehen, was ist das? Hat es Potenzial? Wenn ja, welches? Wo kann man durch Regulierung diese Innovation fördern? Und auf der anderen Seite natürlich auch Kunden, Investoren schützen, aber auch den Unternehmen die Rechtssicherheit geben, damit sie ihre Unternehmen auf dieser Grundlage aufbauen können. Und darum steht so das Gesetz eigentlich vor dem Hintergrund, dass man gesagt hat, diese Technologie, die Kombination von Technologien bei Blockchain beispielsweise, ermöglicht einem den Wertetransfer nur durch Internet. Das ist ja eines der innovativen, wahrscheinlich für mich das innovativste hinter dieser Technologie, dass wir ohne Intermediäre Werte transferieren können. Also etwas, was nicht rar ist, rarer machen kann, digitales Gut. Und wenn man sich das mal zu Ende denkt und überlegt, was da dadurch alles möglich wird, dann ist die Antwort von Liechtenstein darauf, dass eingesetzt werden kann, vor allem für die Tokenisierung und für das ganze Ökosystem drumherum. Man nennt das dann auch Tokenökonomie, die sich da aufbauen kann um dieses Thema herum. Und dazu braucht man eben an bestimmter Stelle Regulierung und an bestimmter Stelle kann die Technologie die Funktion von den Intermediären, so wie wir es früher kannten, übernehmen. Also, glaube ich, das ist auch das Spezielle an diesem Gesetz, dass man nicht gesagt hat, ja, wir müssen ICOs regulieren und das in den Griff bekommen, sondern man hat sich überlegt, was ist das Innovative dahinter und dann, wo können wir hier unterstützend eingreifen und diese Tokenökonomie bestmöglich unterstützen und die Rechtsgrundlage dafür schaffen. Und eigentlich jetzt, euer Podcast heißt DeFi jetzt, oder? Finde ich super. Und zwar, weil es genau in diese Richtung geht, oder? Welche Produkte und Dienstleistungen kann man durch Einsatz solcher Technologien anbieten? Und Liechtenstein hat sich dann über die Frage gestellt, wenn wir nur Technologie haben, die das Gleiche kann oder wahrscheinlich sogar besser kann, wie den Aufwand, den wir früher treiben mussten, um Intermediäre zu regulieren, damit sie eben kein, Österreicher würde sagen, Schabernack treiben, oder? Die können wir nur durch Technologie adressieren. Und vor diesem Hintergrund steht das. Also dort Regulierung, wo es notwendig ist, wo die Technologie das anders kann, die Technologie unterstützen, Rechtssicherheit schaffen, damit das, was dann durch diese, das, was da entwickelt wird, auch rechtssicher ist. Wenn ich einen Token an den Ralf übertrage oder das funktioniert vollautomatisch, dann soll ich, wenn ich dir das Versprechen gebe, eben, da ist ein von mir aus ein Brillant oder ein Diamant repräsentiert, der Ralf auch die Möglichkeit hat, diesen Diamanten herauszuverlangen beispielsweise, dass er hier auch die Gerichte anrufen kann und er zu seinem Recht kommt, wenn es nicht vollautomatisiert ist. Jetzt, das ist bei der Repräsentation von Rechten an Sachen natürlich eben nicht ganz ohne irgendeine Brückenfunktion möglich, aber überall dort, wo wir etwas Volldigitales haben, sei es beispielsweise geistiges Eigentum, das könnte ich ja volldigital transferieren. Und da brauche ich das dann nicht und dem Ralf ein Lizenzrecht einräumen, beispielsweise für die Nutzung. Drum ist es für mich so die Rechtsgrundlage für die Tokenisierung von Assets, das Liechtensteinische Blockchain-Gesetz. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Ich nenne das dann auch immer Token-Container-Modell. Das habe ich ja damals auch in Stuttgart da vorgestellt, dieses Token-Container-Modell, wo ein Token ein Recht repräsentieren kann. Mhm.
Wo habt ihr denn, sagtest 2016 haben die Diskussionen oder Ideen dazu angefangen. Wo habt ihr euch denn Anregungen geholt? Unter anderem, also jetzt, das ist eine zweiteilige Frage. Ich weiß, dass 2018 im November Malta, das Malta-Gesetz in Kraft getreten ist. War das mit einer, sage ich mal, Ideengeber oder habt ihr alles von Grund auf selbst entwickelt und geschrieben? Also ich glaube, wenn man sich anschaut, was Malta und Gibraltar gemacht hat, dann kann man sich die Frage auch beantworten, ohne hier jetzt etwas zu, weil ich darf natürlich über den Inhalt der Arbeitsgruppe nicht sprechen, da bin ich an die Geheimhaltung gebunden, aber das ist, kann man ja auch aus den Materialien des Gesetzes lesen, dass man sich nicht nur eben auf diesen Teil da konzentriert hat, man hat sogar kommentiert, was andere getan haben. Also natürlich hat man sich alles angeschaut, was es gab. Man hat sich angeschaut, was die Schweizer machen, man hat sich angeschaut, was Malta macht, was Gibraltar macht, was sonst für Vorhaben sind. Werde ich auch oft immer gefragt, ist jetzt die Regulierung von Staat A gut oder schlecht? Meiner Meinung nach sind wir immer noch so früh, dass wir einfach lernen müssen. Und jeder Regulierungsansatz, bei dem man sich etwas überlegt hat, oder trägt dazu bei, dass wir vielleicht in ein paar Jahren mal eine bessere Regulierung haben. Was ich wirklich den größten Fehler finde, den ein Staat machen kann, ist, ohne sich vorab ausreichend zu informieren und das zu verstehen, was hier passiert, eine Regulierung einzuführen. Das sage ich immer, also auf Englisch wird es heißt quasi, educate yourself before you regulate. Also zuerst mal verstehen, was es hier geht und was sind die Benefits. Für mich so der Klassiker jetzt, was gerade passiert ist mit dieser Travel Rule, das ist ja auch eine Anforderung, die alle Staaten jetzt umsetzen müssen. Aber da merkt man richtig, da hat man diese Regulierungskonzepte, die wir von früher her kennen, so wie man früher Intermediäre reguliert hat. Das hat man genommen und einfach auf den Blockchain-Use-Case raufgepoppt und gesagt, das muss da auch funktionieren. Und das tut es nicht. Das führt genau dazu, oder, dass man das, man kann das faktisch momentan zumindest gar nicht so umsetzen. Man kann sich sagen, ja gut, dann schneide ich mir einfach 90% meines Businesses ab, als jetzt beispielsweise als Kryptowährungsbörse. Ich kann entweder morgen sagen, wir hören auf mit unserem Geschäft, oder sie nehmen in Kauf, dass sie das zumindest, oder so wie das im Gesetz steht oder wie in dieser Empfehlung steht, können sie es nicht umsetzen. Das ist für mich schlechte Regulierung, weil man nicht verstanden hat, um was es geht. Und ich sage nicht, dass man für alles immer eine Lösung hat, oder? Aber dass der Zweck oder die Idee hinter dieser Travel Rule gut oder schlecht ist, das ist mal völlig wertfrei, oder? Wichtig ist, dass man es zuerst versteht, was da passiert, was technisch möglich ist und was nicht. Und wenn man es mal verstanden hat, dann versucht, einen Weg zu finden, wie man diese Ziele erreicht, oder? Und darum ist es wichtig, von anderen zu lernen und auch von den Fehlern und natürlich von den guten Konzepten, aber auch von den schlechten. Und damit für mich ist Liechtenstein oder das Liechtensteinische Blockchain-Gesetz nach wie vor, weil es wird natürlich jetzt auch angeschaut und es kommen Kommentare und es kommt Kritik und muss ich sagen, also es ist ein in sich sehr stimmiges Modell, nach wie vor. Und wir haben natürlich auch, es gibt im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses gab es auch eine Vernehmlassung. Vernehmlassung heißt, wir laden die Öffentlichkeit oder die liechtensteinische Regierung lädt die Öffentlichkeit ein, da Stellung zu nehmen. Und da gab es auch Stellungnahmen, auch aus Deutschland beispielsweise. Nach einer bestimmten Gesetz, also nach einer bestimmten Dauer wieder auf den Prüfstand kommt, zum Beispiel nach 3 Jahren wirklich geprüft wird, ist es noch notwendig, ist es noch zeitgemäß und so weiter? Ist das ein Liechtenstein so? Soweit ich weiß, ist es nicht so, dass man da alle paar Jahre mal die Gesetze rausnimmt und schaut, was kann man anpassen. Da gibt es halt irgendeine Gesetzesinitiative, oder? Es kann bei uns beispielsweise sein, dass es, bei uns nennt man das dann auch, da kann man als Privatperson einen Vorschlag machen, oder? Und sagen, ja, ich finde, es macht jetzt Sinn, beispielsweise hier so eine Decentralized Autonomous Organization Rechtsform einzuführen wie Wyoming, oder? Und da macht man dann einen Vorschlag. Wenn es dann die Regierung aufnimmt, oder, dann prüft sie das natürlich und geht das Ganze nochmal durch, oder? Das kann dann schon zu einer Gesetzesänderung führen. Aber es gibt, so wie ich weiß, aber ich bin da nicht involviert natürlich, oder? Aber ich jetzt als Rechtsanwalt, ich wüsste nicht, dass es da irgendwie, dass man das alle paar Jahre mal rausnimmt. Ganz im Gegenteil, oder? Dass die Gesetze, die bleiben so lange in Kraft, bis man halt Handlungsbedarf erkennt. Wenn sie und in Liechtenstein ist der Handlungsbedarf schon da, das ist vollkommen klar. Wir sind Mitglied des europäischen Wirtschaftsraumes. Die MiCA ist im September 2020 vorgestellt worden. Die MiCA, wenn sie kommt, oder, wird auch Auswirkungen haben auf das TVTG, also auf unser Blockchain-Gesetz, vollkommen klar. Da wird es Anpassungsbedarf geben. Also das heißt, wir werden es die nächsten 3 Jahre sicher angreifen müssen.
Bitte kurz, was MiCA ist, für die, die sie nicht kennen. Ja, die MiCA ist die Market in Crypto Assets Regulation. Das ist ein Vorschlag der Europäischen Kommission. Der wurde im September 2020 veröffentlicht im Rahmen des Digital Finance Packages, also nennt es die Europäische Kommission so. Gab es noch andere Vorschläge, unter anderem ein Pilot-Regime für einen MTF, also für den Sekundärmarkt, so wie man die Börsen organisiert. Und die MiCA, das ist ganz wichtig zu verstehen, die MiCA adressiert die Crypto-Assets, also die Kryptowerte. Und man muss ja hier unterscheiden, und das ist übrigens auch genau die Grenze bei DeFi oft. Was ist harmonisierter, regulierter Kapitalmarkt? Wo haben wir Finanzmarktgesetzgebung in Kraft? Und wo gibt es eine Lücke? Und die Europäische Kommission macht da eine scharfe Trennung, und das wird oft missverstanden. Und die Trennung ist, sie sagen eigentlich, wenn etwas beispielsweise ein Wertpapier ist, nach unserem Verständnis, nach der MiFID, und dann wird ein Token darum gebaut, ja, dann bleibt es halt nun mal einfach nur ein Wertpapier. Und dann ist aber auch natürlich das Prospektregime anwendbar. Wir haben für überall dort, wo da irgendwas passiert, mit dem sind wir im hochregulierten Bereich. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Es gibt aber einen Bereich, da ist nicht wirklich viel Rechtsgrundlage da. Und das sind die Kryptowerte. Und da beginnt es bei Stablecoins. Da gibt es ganz viel Raum, wie man, wenn man heutzutage beispielsweise nochmal Bitcoin von Stunde Null weg entwickeln würde oder nochmal veröffentlichen würde, wäre das reguliert oder nicht? Und das klärt die MiCA. Und die MiCA konzentriert sich darum auf diese Kryptowerte, die Kryptoassets. Und den Rest, da gibt es auch kleine Anpassungen und Vorschläge. Aber das ist getrennt zu sehen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, das auch wirklich scharf zu trennen, weil es eben schon was anderes ist. Es ist eben was anderes, wenn es wirklich dezentral organisiert ist oder wenn wir eine zentrale Organisation wieder haben, die irgendwas tut. Und das ist für mich so, wenn man sich anschaut, oder was ist natürlich jetzt, da kann man jetzt schauen, was ist ein Security Token Offering im Vergleich zu einem Initial Coin Offering. Es kommt eben, der Teufel steckt im Detail. Es kommt wirklich darauf an, wer tut was, oder wie sind die Geldströme, wie funktioniert was. Das ist im Detail genauer anzuschauen. Aber das ist diese MiCA, das ist natürlich jetzt in reger Diskussion. Und mal schauen, ob das wirklich dann bis 2023, so wie man hört, in Kraft kommt oder nicht. Das ist eher ein ambitioniertes Ziel, würde ich sagen, auf europäischer Ebene. Kommen wir mal zurück zum Blockchain-Gesetz. Kannst du kurz die Kernaussage des Gesetzes zusammenfassen, Thomas? Ich glaube, die Kernaussage des Gesetzes ist, wenn es sozusagen eine Kernaussage gibt, ich glaube, das Kernkonzept ist das Token-Container-Modell. Man hat einen Token, den hat man legal definiert. Was heißt das? Also man hat ins Gesetz reingeschrieben, was ist unter einem Token zu verstehen. Und dann hat man gesagt, wenn man den Token nimmt, gibt es auf der einen Seite die Möglichkeit deswegen, weil es nicht sein muss. Es kann ja auch sein, dass der Token einfach nur ein Token ist, wie bei Bitcoin. Wir nennen übrigens auch, dass die ganzen Bitcoin-Maximalisten werden mich jetzt steinigen. Aber im Sinne des Gesetzes haben wir nur den Token legal definiert, oder? Und haben gesagt, auch Bitcoin beispielsweise wäre dann ein Token. Und der Token kann eben auch Rechte repräsentieren. Und die Rechte sind grundsätzlich nicht limitiert, oder? Das können die Rechte sein, die ein Aktionär hat, also beispielsweise Aktionär einer Aktiengesellschaft, das Stimmrecht, Dividendenbezugsrecht. Und dann repräsentiert der Token quasi die Aktie. Aber kann beispielsweise sein, dass ein Token das Eigentumsrecht eines physischen Objekts repräsentiert. Oder dass ein Token die Rechte am geistigen Eigentum repräsentiert. Und das ist auf der einen Seite dieses Modell, Token in der Mitte, auf der anderen Seite haben wir die Rechte, die der Token repräsentiert. Und dann gibt es noch auf der linken Seite, wenn man sich das bildlich vorstellt, gibt es den Connex oder die Verbindung zu den handelnden Akteuren. Das können Personen sein oder auch Unternehmen. Und das funktioniert, wir nennen das VT-Schlüssel und VT-Identifikator. Also eigentlich einfach gesagt jetzt oder halt gesprochen in die sonst verständliche Welt, wäre das die Adresse und der Private Key. Wir nennen die Adresse, nennen wir Identifikator, weil er eben die Zuordnung ermöglicht und der Private Key ermöglicht das Verfügen über den Identifikator. Und wenn man das jetzt nun hat, oder, dann hat man in der Mitte den Token, man hat die Zuordnung zu den handelnden Akteuren und man hat die Zuordnung zu den Rechten. Und die Blockchain ermöglicht dann, das einfach zu transferieren. Und wenn man sich das so vorstellt, darum nenne ich das auch Token-Container-Modell, weil es so ein Container ist, den man befüllen kann mit Rechten und leicht durch die Gegend schieben kann. Ich hätte gesagt, dass die Regulierung des Token das zugrunde liegende Recht bestimmt.
hattest du ja im Prinzip auch gesagt, wenn der Token, sagen wir mal, eine Immobilie repräsentiert, dann habe ich halt die ganzen Regularien bei der Übertragung von Immobilien. Wenn es eine Aktie, wenn es ein Wertpapier ist, habe ich wieder andere Regularien. Gut, ich unterscheide natürlich zwischen Token und einer Kryptowährung. Also die Token sind halt nur Anrechte auf irgendwas und da brauche ich halt das Liechtensteiner Blockchain-Gesetz zum Beispiel. Da füllt ihr ja die Lücke zwischen dem Anrecht und dem dinglichen, dem sachlichen Gut. Ne? So, und bei einer reinen Kryptowährung, jetzt wie Bitcoin oder wie Ether, dann brauche ich das Ganze nicht, weil ich ja dieses Geld, dieses virtuelle Nichts zum Bezahlen hernehme. Ja, das ist auch ein interessanter Blickwinkel, oder? Das passt natürlich in das Konzept, wie du Regulierung betrachtest. Ich glaube, was da wichtig ist, dass das Gesetz auch gerade für die nicht Token, so wie du es jetzt nennst, beispielsweise die Kryptowährungen, Bitcoin, Ether, auch hilfreich ist, weil der zivilrechtliche Teil, also wenn ich dann einen Bitcoin übertrage, auch dann klarstellt, oder dass wer dann schlussendlich Eigentümer unter Anführungszeichen, wem die Rechte zugeordnet werden. Und auch da hat es Regulierungsbedarf gegeben in Liechtenstein. Also wir haben uns ja angeschaut in Liechtenstein, wo muss man was tun, oder wo funktioniert das bestehende Recht, ohne dass man eingreift. Wir haben es vorher schon gesagt, oder? Es hat mehrere Jahre gedauert und da ist schon sehr viel, da sind sehr viele Gedanken dahinter. Dass man, alles, was man irgendwie in zwei, drei Sätzen dazu sagt, ist natürlich eine krasse Versimplifizierung, oder? Aber ich glaube, das ist so der Grundgedanke dahinter. Ja, gebe ich dir recht. Ich fand es auch spannend. Ihr habt ja im Gesetz definiert, der Besitzer des privaten Schlüssels ist Eigentümer. Egal, ob der jetzt legal zu diesem privaten Schlüssel gekommen ist oder nicht, das ist erstmal rein aus diesem Gesetz raus, derjenige, der über diesen Token, über dieses Asset, über diese Kryptowährung verfügen darf, richtig? Es ist so, ja, wir verwenden diesen privaten Schlüssel als Zuordnungselement und es ist auch so, grundsätzlich geht man davon aus, es gibt diese Vermutung, diese gesetzliche, dass derjenige, der den privaten Schlüssel hat, auch wirklich verfügungsberechtigter ist über den Token. Heißt, man geht davon aus, es ist widerlegbar, oder ich könnte es widerlegen, aber das dient natürlich auch der Verkehrssicherheit, dass man in der Praxis nur prüfen muss, hat jemand die Verfügungsgewalt, nennen wir das, kann jemand über den Token verfügen und das reicht aus. Man muss nicht immer die ganze Kette prüfen, wie ist der zu diesem Eigentum gekommen, wie ist der zu diesem Token gekommen. Es reicht aus, wenn er eigentlich technisch darüber verfügen kann. Sehr bemerkenswerte Aussage auch mit, das finde ich auch gut, weil das natürlich auch ziemlich viel Arbeit und Ähnliches spart. Hast du jetzt noch eine Frage, Ralf? Nee, ich denke, wir können weitergehen. So, Tokenisierung. Wir haben uns da mal zwei Beispiele überlegt. Das erste Beispiel, es gibt ein Hotel für Spezialgäste. Wir wollen das tokenisieren. Wie könnte das ablaufen? Darf ich da die Rückfrage stellen, was Spezialgäste sind? Naja, sag mal jetzt mal, es ist ein Yoga-Hotel oder es ist ein Hotel für Leute, die Ski fahren wollen nur. Oder es ist eine Zielgruppe, jetzt nicht eine breite Zielgruppe, es sind schon Leute, die ein spezielles Interessengebiet oder ein Seminarhotel oder irgendwie sowas. Okay, also vielleicht, da muss man ja auch das Ganze ein bisschen präzisieren und das ist ja die Standardantwort eines Anwalts, es kommt darauf an, oder? Das sagt man ja bei jeder Geschichte und das versteht dann der Normalsterbliche unter Anführungszeichen nicht, oder wieso sagt er das? Es hat halt damit immer zu tun, oder? Weil so Kleinigkeiten, es kann ein kleiner Nebensatz, kann die ganze Thematik dann wieder ändern, wie man das regulatorisch betrachten muss. Weil wenn man von einem Hotel spricht, oder, dann hat man sofort dieses Bild im Kopf, oder das ist irgendein Hotelgebäude, oder? Und wenn wir von einem Gebäude sprechen, sprechen wir normalerweise von einem Grundstück. Jetzt, dass Real Estate oder Grundstück natürlich etwas ist, was sich auf der einen Seite sehr gut anbietet zu tokenisieren, oder? Weil man ja da, es sind hohe Werte drin, oder? Es ist ein Asset, in dem viele Leute Vertrauen haben, oder? Und denken, dass das könnte sich lohnen. Und durch den Einsatz dieser Blockchain-Technologie könnte man die Kosten herunterbrechen, dass es dann für Kleinstanleger vielleicht sogar interessant wird, auch diese kleinen Anteile daran zu haben. Das ist mal so das Grundmodell, so wie ich das verstehe. Und das ist für mich nachvollziehbar. Und macht Sinn, oder, dass man hier über Tokenisierung nachdenkt.
Jetzt ist es aber so, dass gerade die Übertragung von Grundstücken in vielen Staaten, unter anderem auch Liechtenstein, sonderreguliert ist. Also man braucht bei uns, bevor man eine Immobilie einfach kaufen kann in Liechtenstein, auch noch eine Zusatzgenehmigung. Aber darum ist es so, dass es in vielen Fällen, wenn es ums Grundstück geht, nicht so einfach ist. Aber was passiert, und das passiert natürlich auch aus Liechtenstein heraus, gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, zum Beispiel, man möchte jetzt irgendein Grundstück in irgendeinem Staat kaufen und dann die Anteile an diesem Grundstück tokenisieren. Der einfachste Weg dazu ist auch der bekannteste schon vor dem es Blockchain gab. Man gründet eine Gesellschaft, meistens eine AG, eine Projektgesellschaft, und tokenisiert dann die Anteile an dieser Projektgesellschaft, oder? Dann hat man auf der einen Seite ein etabliertes System, wie man das tokenisieren kann. Auf der anderen Seite ist halt hier die Frage, wo dann wirklich noch die Effizienzsteigerungen sind, weil man natürlich auch diese AG, da braucht es eine Verwaltung, oder da braucht es den ganzen Zinnober, den man halt da so hat, mit inklusive Revisionsgesellschaft und so weiter. So, schöner wäre natürlich, wenn man das anders machen kann. Bei uns gibt es ja auch ein Grundstücksregister. Überall dort, wo es noch kein Register gibt oder wo die Bereitschaft besteht, beim Land dann das Register auf die Blockchain zu bringen, macht das dann ganz viel Sinn, oder? Weil dann ist es möglich, ohne diese Intermediäre wirklich zu sagen, hey, ich kann ein Grundstück nehmen und mache 1.000 Bruchteile von diesem Grundstück und lasse dann diese 1.000 Tokenholder in diesem Grundstücksregister eintragen. Ich habe das jetzt selber in meiner Praxis noch nicht gesehen, dass das irgendwo funktioniert in der Form. Was wir sehen, ist das andere, das, was ich schon angesprochen habe. Wir nehmen eine Gesellschaft, gründen die Gesellschaft und dann, und das kommt jetzt wieder zurück zu eurer Frage mit dem Hotel, dann nimmt man normalerweise die Betreibergesellschaft, oder wenn die dann auch noch das Grundstück hält, und dann ist nicht nur das Grundstück und das Gebäude in dieser Gesellschaft, sondern auch noch der wirtschaftliche Betrieb, also der Hotelbetrieb für die Gäste, die Restaurants, die Getränke, die verkauft werden, aber auch das Personal, das angestellt ist, das ist da alles drin, und der Tokenholder partizipiert dann am Erfolg dieses Unternehmens, wie ein ganz normaler Aktionär am Erfolg dieses Unternehmens partizipiert. Der Vorteil ist da einfach, dass die Kosten in den meisten Fällen für die Tokenisierung günstiger sind und deswegen auch kleinere Projekte es möglich macht, sich über so einen Weg zu finanzieren, weil es ist eine Unternehmensfinanzierung in Wirklichkeit, die halt Blockchain-Technologie verwendet. Und das Unternehmen ist natürlich auch ein bisschen flexibler im Geschäftszweck. Das heißt, sie kann auch was dazunehmen oder was verändern, als wenn ich jetzt da mit der Immobilie alleine nur drinne bin. Aber so in den Hintergrund hatte ich schon im Blick. Und die nächste Frage ist, gibt es da einen Unterschied, wenn dieses Geschäftsmodell, also dieses Hotel schon bereits arbeitet, oder ich fange jetzt an, auf der grünen Wiese oder auf dem weißen Berg so ein Hotel zu bauen? Natürlich kommt es darauf an, weil wenn das Hotel bereits arbeitet, oder dann ist die Frage, was überführe ich in diese Gesellschaft und wie? Wenn es da schon eine Gesellschaft gibt, oder, kann man sich überlegen, muss man die umwandeln? Gibt es die Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, okay, die hat schon Anteile, dass man dann halt eine Mutter gründet, also eine Gesellschaft, die darüber liegt, die dann die Anteile wieder kauft? Das macht das Ganze dann natürlich schon ein bisschen komplexer, wenn der Betrieb schon läuft. Und wenn man auf der grünen Wiese beginnen kann, ja, ist es natürlich einfach, das zu strukturieren. Ich weiß jetzt nicht, ob es einfacher ist. Auf alle Fälle ist es schwieriger, dann die Token an den Mann zu bringen. Also wenn irgendwas läuft, habe ich ja eine Historie, und wenn ich jetzt was Neues mache, tue ich ja nur eine Vision verkaufen. Das siehst du, oder? Das ist natürlich der Blick des Anwalts und nicht des Unternehmers. Ja. Und das ist auch das Spannende an meinem Beruf, weil ich habe jeden Tag ganz tolle Leute, die mir tolle Geschäftsideen erklären, oder? Und wir versuchen da halt immer auch mitzufiebern und mitzueifern und einfach nur das irgendwie in ein regulatorisches Kleid zu packen. Ja, das ist ja die Frage, wie mache ich es am einfachsten, dass ich am wenigsten Stress hinterher habe. Dazu von mir noch eine Frage. Wie müsste man das gestalten, wenn man das gestalten kann, dass man sagt, nehmen wir an, das ist was Neues und ich will die Anteile, die man ausgibt, die dürfen 5 Jahre nicht verkauft werden, nicht gehandelt werden. Kann man das machen, dass man sagt, ihr habt eine sogenannte Sperrfrist oder Mindesthaltedauer von Zeit X und danach sind sie handelbar oder nur partiell handelbar? Wie könnte man das machen und ist das möglich?
Ja, das ist schon möglich. Das ist aber auch, das ist jetzt keine Tokenisierungsfrage, weil das ändert daran ja gar nichts, oder? Das ist eine, jetzt nehmen wir eine AG, oder? Und dann wären das Aktionäre. Und wenn die Aktionäre sich an diese Haltedauer binden wollen, oder? Dann würden sie, normalerweise macht man das in einem Gesellschafterverbindungsvertrag beispielsweise, oder? Und sagt, ja, da gibt es eine gewisse Sperrfrist oder so. Also da verpflichten sich dann aber halt die Aktionäre. Die Frage ist immer, also das ändert ja nichts, die Tatsache, dass etwas tokenisiert ist, ändert nichts an dem Gesellschaftsrecht oder auch an den Möglichkeiten, die unser Gesellschaftsrecht bietet. Das ist jetzt die Antwort in Liechtenstein, oder? Da muss man auch immer schauen, wir haben ja vorher gesprochen, oder? Wir haben ja nicht gesagt, wo das Hotel steht. Kommt immer darauf an, wo das Hotel steht, was das lokale Gesellschaftsrecht dann zulässt. Kommt auch darauf an, ob es Sinn macht, die Gesellschaft in dem Staat, wo die Immobilie steht, zu gründen und beispielsweise in einem anderen Staat, wo Tokenisierung möglich ist, die Holdinggesellschaft beispielsweise zu gründen. Da beginnen wir natürlich dann schon, das ist möglich, oder? Aber das ist dann schon eher komplex. Also das oder nicht komplex, das ist eigentlich simpel, das passiert jeden Tag, oder? Aber das ist trotzdem im Gesamtprojekt einfach nochmal etwas, das man berücksichtigen muss. Das muss dann auch jeder Tokenholder ja auch wissen, was er da für Rechte hat, oder? Das muss man, wenn man es öffentlich anbietet, und das ist auch sowas, muss man immer schauen, oder? Also hier sprechen wir ja dann, wenn man eine AG hat, das ist in den meisten Fällen, sind diese Aktionärsrechte handelbar, übertragbar und standardisiert, oder? Und da muss man schauen, ist das ein Wertpapier? Da muss man schauen, fällt das unter das Prospektregime, oder? Also da gibt es einiges zu berücksichtigen. Das ist nicht wirklich einfach. Auf der anderen Seite, was man da könnte, und da gibt es ja schon gewisse Bewegungen in die Richtung, dass man das versucht einfach zu standardisieren, oder? Und auch diesen ganzen Offering-Komplex versuchen einfach zu standardisieren und einfacher zu machen. Dass man sagen kann, beispielsweise man hat ein Offering für ein Immobilienprojekt. Das ist etwas, wenn es dann wirklich in diesem Standard bleibt, ist der Weg ziemlich klar. Dann muss man auch noch die Vorabgrenzung machen. Also es ist in der Praxis klingt es einfacher, wie es wirklich ist. An, dass die Immobilie steht im Ausland, und zwar auch außerhalb der EU, sagen wir jetzt einfach mal. Deine Idee war ja dann noch eine, von mir aus eine Holding, eine Gesellschaft oben drüber zu gründen. Und die sollte aber dann logischerweise, wenn ich jetzt unter die Liechtensteiner Regulierung falle, muss die dann in Liechtenstein sein oder kann die dann irgendwo anders auch in der EU sein oder im EWR? Ich kann ja nur von Liechtenstein sprechen, oder? Und damit die Liechtensteiner, also damit man von diesem Regime, das wir hier haben, dieses TVTG, wir haben auch unser Gesellschaftsrecht angepasst. Und unser Gesellschaftsrecht heißt Personen- und Gesellschaftsrecht, also PGR. Und da haben wir Wertrechte eingeführt. Also so nennen wir das übrigens auch, die Schweiz nennt es Wertrechte. Und die Wertrechte sind dann eben diese Träger dieser Aktionärsrechte. Und die werden zugeordnet in dem Wertrechte-Register, das man klassisch führen kann, also so wie man ein Aktienbuch führt, einfach ein Wertrechte-Register führt, oder eben durch Einsatz von vertrauenswürdigen Technologien, so wie wir das nennen, eben Blockchain-Systemen. Und damit das anwendbar ist, oder, muss das natürlich eine Gesellschaft sein, die unter das PGR fällt und demzufolge halt eine liechtensteinische Gesellschaft. Gut. Und gibt es da irgendwie Auswirkungen bezüglich der Governance auf die rechtliche Regulierung, oder wird die rein nur von dem Gut, was der Token repräsentiert, bestimmt? Liechtenstein hat von Anfang an immer gesagt, es ist Substance over Form, das Prinzip. Also es geht, so wie du das sagst, oder, es geht darum, was der Token repräsentiert, also was dahinter steht, und nicht um das Faktum, dass da ein Token drumherum gebaut wurde oder ein Token das repräsentiert. Das macht meiner Meinung nach Sinn, weil es somit auch flexibel bleibt und das bestehende Recht, das ja über Jahre entstanden ist und auch Sinn macht, anwendbar bleibt. Und zwar, es ist ein wesentlicher Unterschied, ob ich irgendein geistiges Eigentum tokenisiere, dann muss auch dieses Recht über das geistige Eigentum anwendbar sein. Wie schaffe ich das geistige Eigentum? Wie übertrage ich es? Was kann ich übertragen? Wie kann ich Lizenzen ausgeben? Das soll alles anwendbar sein. Und wenn man sich's mal durchdenkt, zumindest nach dem Verständnis des Liechtensteiner TVTG, ändert sich auch nichts dadurch, dass man einen Token darüber stülpt. Weil für was braucht man den Token? Normalerweise braucht man den Token ja für die Zuordnung und für die leichte Übertragung, und damit man es dann im System eigentlich nutzen kann. Und das ändert normalerweise an der repräsentierten Sache nichts.
Und drum die eigentlich alle Fragen, die da bestehen, oder kann man das Recht überhaupt in einem Token repräsentieren lassen? Oder welche Governance spielt da rein? Da muss man immer schauen, was die repräsentierten Rechte sind. Das ändert nichts daran, nur weil man das dann tokenisiert. Und Summe, ab welcher ich mich der Tokenisierung unterwerfen muss? Also in Liechtenstein ist es so, dass man sich als Token-Emittent, wenn man Token öffentlich zum Kauf anbieten möchte, dass man sich als Token-Emittent registrieren lassen muss, wenn man über 12 Monate, in 12 Monaten 5 Millionen Gegenwert Schweizer Franken oder Euro öffentlich zum Kauf Token anbietet. Und darunter nicht. Das ist jetzt rein für die Token-Geschichte. Es ist was anderes, wenn man beispielsweise Finanzinstrumente tokenisiert, oder? Da ist es wieder was anderes. Da muss man vor allem auch schauen, immer wenn man ins Prospektregime reinkommt, hat man einen standardisierten Weg, und sonst muss man sich halt dann je nach Einzelstaat erkundigen, was da gilt, oder? Also das hat alles dann auch wieder Vor- und Nachteile, welches Regime man da anwendet. Darum gibt es auch viele, die sagen, ja, sie möchten unbedingt einen Wertpapierprospekt schreiben, damit sie dann den auch, das nennt man Passporting, in die anderen EU-EWR-Mitgliedstaaten passporten können. So, ich glaube, Richtung Finanzprodukt geht ja die nächste Frage. Wie ändert sich die Tokenzulassung, wenn er eine weitere Unternehmensbeteiligung oder zwei weitere repräsentieren soll? Denkt man, dann geht das ja in Richtung Finanzinstrument. Ich habe 1000 Token, die repräsentieren jetzt eine AG. So, und jetzt sage ich, okay, jetzt mache ich da ein Spin-off und mache jetzt aus dem Token, der jetzt eine AG repräsentiert, Token, also repräsentiert ein Token, jeweils einen Anteil an AG1 und einen Anteil an AG2. Also wir müssen sowieso, das ist das eine, das ich schon gesagt habe, wir müssen schauen, ob das Prospektregime anwendbar ist, oder zusätzlich zum TVTG, also unser Blockchain-Gesetz. Und immer dann, wenn man Gelder einsammelt, oder, und sie nach einem gewissen Strategie investiert, da muss man schauen, ob man unter das ganze Regime der Kollektivanlage fällt, also auch unter der Vorregulierung bekannt. Da muss man schauen, ob man da darunter fällt oder nicht. Und immer dann, wenn es natürlich nicht nur eine Gesellschaft ist, sondern es mehrere Gesellschaften, oder wenn es, da ist die Abgrenzung anspruchsvoll, darf man sagen. Und natürlich auch in einem gewissen Bereich gibt es da nicht die vollkommen klare Aussage, das ist jetzt kein Fonds und da beginnt sofort der Fondsbereich, oder? Das müssen wir, oder das stimmen wir dann immer auch mit unserer Aufsicht ab und sagen, wir sind der Überzeugung, dass das beispielsweise kein Fonds ist, aus diesen und jenen Gründen. Also das kann natürlich was ändern, klar. Ja, ist schon klar. Ab wann ist irgendwas ein Fonds? Ich bin bei uns im Haus ehrlich gesagt nicht der Fondsspezialist. Darum lasse ich mich darauf jetzt nicht auf dieses Terrain ein. Okay. Aber es ist dieses Einsammeln von Vermögenswerten zur gemeinsamen Anlage, gemäß Anlagestrategie. Und was also die Abgrenzungsmerkmale sind, da haben wir Spezialisten im Haus. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich mache Firma AG1, habe ich für Hotel 1, AG2 macht irgendwas anderes, sagen wir mal, spekuliert an der Börse, und ich mache jetzt eine Holding oben drüber, dann kann ich ganz normal eine Unternehmensbeteiligung tokenisieren, richtig? Dann, ja, genau, man könnte eine Holding darüber machen und dann könnte man die Beteiligung an der Holding darüber tokenisieren. Ja, und wenn ich aber jetzt AG2 mache und AG2, also Aktiengesellschaft 2, macht halt irgendwelches Finanzzeug, dann bin ich da recht fix auch in dieser Finanzregulierung drin, weil das ja dann auch als ein Fonds interpretiert werden könnte, so wie ich dich jetzt verstanden immer habe. Immer dann, wenn man Unternehmensanteile tokenisiert, ist man sowieso schon da. Also da ist man sowieso schon, oder Prospektregulierung ist die Frage gleich, oder? Also da ist man schon immer mit einem Fuß drin. Oder? Ich sage immer, das kann ja auch, also wir haben ja, es gibt ja auch Fonds aus Liechtenstein heraus, die einen AIF, also einen alternativen Investment Fund, anbieten, und da sind die Voranteile dann tokenisiert, oder? Das kann Sinn machen, oder? Aber das ist halt immer ja eine Frage des Unternehmers, oder? Oder halt eigentlich nicht des Unternehmers, sondern vom Emittenten. Macht es Sinn, hier jetzt ein Vorprodukt anzubieten, oder? Kann beispielsweise Sinn machen, dass man das bei den Institutionellen leichter ins Portfolio legen kann, oder? Weil sie es halt da einfacher buchen können. Ja, kommt immer auch darauf an, was für Ziele man damit verfolgt.
Also stell dir vor, Thomas, wir wollen einen Vulkan vielleicht in Russland oder auch in Mittelamerika irgendwo kaufen oder nutzen, um Energie, das heißt die Hitze sozusagen umwandeln in Dampfwärme und das mit Elektroenergie erzeugen, mit der Elektroenergie vor Ort direkt diese nutzen, selbst im Eigenverbrauch, um Bitcoin-Mining oder anderes Mining zu machen. Könnte man, um dort, wenn wir sagen, wir wollen dort für Finanzgelder einsammeln, um sozusagen eine Basisgrundlage, Kapitalgrundlage für das Unternehmen zu legen, könnte man hier auch dieses Tokenisierungsmodell nutzen? Wenn ja, was sind die Besonderheiten? Vielleicht, oder? Abschließend jetzt nochmal zu Frage 1, dann komme ich gleich zu Frage 2 oder zu diesem Beispiel. Ich glaube, das hat gezeigt, bei jeder Abzweigung, die wir genommen haben, oder kann das ganz andere regulatorische Auswirkungen haben, oder? Und darum, Disclaimer, immer lokalen Rechtsanwalt beauftragen, der schaut sich das im Detail an. Gilt auch für hier. Für das Beispiel 2, man muss sich immer das konkrete Projekt anschauen. Aber bleiben wir jetzt mal bei diesem Beispiel. Und da beginnt es schon, wie haben wir gesagt, ein Vulkan in Russland, weil ich glaube, in Liechtenstein gibt es keinen. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland einen gibt, aber bei mir ist keiner bekannt. Wenn man jetzt nach Russland geht, oder, da muss man immer dann, wenn es um, ich habe vorher schon gesagt, oder, immer dann, wenn es um Sachen geht, dann ist es in den meisten Jurisdiktionen so, zumindest in Liechtenstein ist es so, dass das einem speziellen Regime, bei uns heißt es Sachenrecht, unterworfen wird, oder? Das heißt, die Rechte an einem Vulkan kaufen, müssen wir zuerst mal schauen in den Staat, wo der Vulkan ist. Das ist unter dem Stichwort Lex Rei Sitte, das sagt den Juristen etwas. Muss man schauen, wo der Vulkan ist, und dann schauen, kann man den überhaupt kaufen? Was kauft man denn, wenn man einen Vulkan kauft, oder? Kauft man diesen Landstrich, also dieses einfach da laut Parzellierung dieses Stück Land, oder wie ist das möglich? Gehen wir mal, machen wir die These, das ist möglich, oder? Es gibt da, man kann da, wie man ein Grundstück kauft, kann man sich diesen Vulkan kaufen. Und dann ändert sich wahrscheinlich auch nicht großartig etwas, oder? In Liechtenstein, ich würde das auch so machen. Die Frage, dass man den Vulkan da irgendwo tokenisieren kann, wenn das in dem Land nicht möglich ist, dass man Token ausgibt, die Bruchteile an einem Grundstück repräsentieren, was ich jetzt bei Russland nicht beantworten kann, wenn das nicht möglich ist, dann braucht man den Zwischenschritt wieder, oder dass man irgendetwas dazwischen stellt. Und hier wäre es dann auch wieder eine Gesellschaft, die ich gründen würde jetzt in Liechtenstein, die dann diesen Vulkan in welcher Form auch immer kauft. Und ich würde dann über die Anteile an der liechtensteinischen AG Wertrechte ausgeben und so das tokenisieren. Schöner wäre natürlich der Fall, dass man sagt eben, es gibt ein Wertrechteregister, das einem ermöglicht, diese Wertrechte auszugeben, und dann könnte der Token das Wertrecht direkt repräsentieren. Das wäre das schönere Modell, brauchen wir ja nichts dazwischen geschaltet, aber so brauchen wir leider immer noch ein Intermediär dazwischen. Gut, Frage beantwortet, Ralf, oder? Ja. Kommen wir zum Schluss. Wird es in 10 Jahren noch Banken geben, Thomas? Was meinst du? Ja. Was machen die dann? Das ist auch eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Ich habe sie bei mir in meinem Standard-Slideset auch drin, was die Rolle der Intermediäre ist. Es ist ja wirklich toll, dass ich jetzt beispielsweise die Verwahrung meiner Tokens selber bewerkstelligen kann. Also ich habe ja zwischenzeitlich die Entscheidungsfreiheit und kann sagen, hey, ich habe dann Hardware-Wallet oder wie ich mich da immer auch organisieren will und kann das selber tun. Auch unter dem Stichwort Be Your Own Bank oder sei deine eigene Bank bekannt, oder wir brauchen dann die Intermediäre nicht mehr. Jetzt muss man sich einfach mal der Realität stellen, dass wir 2021, das ist noch nicht so, dass das in der breiten Masse angekommen ist, und es ist auch nicht so, dass das nicht mit wenig Hürden verbunden ist. Also man sollte sich doch zuerst damit auseinandersetzen, was man da tut, das Wissen aufbauen, auch wieder hier, oder? Weil wenn man da Fehler macht, dann hat man dann recht schnell einmal Probleme, weil man hat keinen Ansprechpartner, der man sagen kann, oh, ich habe mich mit meinen Buchstaben vertan bei der Bitcoin-Adresse, jetzt sind die Bitcoin weg. Da hilft einem einfach niemand mehr oder kann einem niemand helfen. Und es wird auch in 10 Jahren, und darum war meine Antwort auch so klar und so schnell, ich glaube, es wird auch in 10 Jahren noch Leute geben, die dann das Bedürfnis haben, auf Intermediäre zurückzugreifen. Auch wenn es nur ist, um ihre Bitcoin oder irgendwelche Kryptowerte zu transferieren, aber auch sie werden Dienstleister brauchen. Und es sind ja jetzt schon Banken unterwegs, die in diesem Bereich Kryptoverwahrung anbieten, die auch diese Transaktionen anbieten.
also die Produkte und Dienstleistungen in diesem Bereich anbieten. Das heißt, nicht nur im klassischen Bankengeschäft wird es noch Banken geben, wahrscheinlich, weil es einfach länger dauert, sondern sogar bin ich der Überzeugung, dass es in 10 Jahren Banken geben wird, die ihre Produkte und Dienstleistungen auch in diesem Bereich anbieten. Richtung Tokenisierung vielleicht auch noch, weil ihr habt ja da auch im Blockchain-Gesetz einige Rollen, die durchaus auch für die eine oder andere Bank auch von Interesse ist oder sind. Natürlich, oder? Also das ist ja auch einer der, also warum haben Banken, warum tun sie sich so schwer, neben anderen Gründen Produkte und Dienstleistungen in dem Bereich anzubieten? Das waren immer die gleichen 3 Argumente. Das erste ist Reputation, um Himmels Willen, das ist ja alles nur Tod und Teufel und da sind nur Kriminelle unterwegs. Die Reputationsgeschichte, die wird tagtäglich besser, mit Rückschlägen, aber wird besser, oder? Es gibt auch zwischenzeitlich da weniger Vorbehalte. Und dann war es Rechtssicherheit, oder? Es gab keine gesetzliche Grundlage. Man hat gesagt, ja, auf welcher Rechtsgrundlage werden wir denn da tätig? Das ist nicht in unserem harmonisierten Finanzmarktrecht, das steht nicht in der MiFID drin, was wir da tun müssen. Es war einfach unklar. Und das hat das Gesetz geregelt, oder? Die wissen jetzt ganz genau, die können sich auch, Banken können sich dieser zwischenzeitlich 11 Registrierungen bedienen und können sich da registrieren lassen und dann ihre Produkte und Dienstleistungen wie Verwahrung oder wie Token-Emissionen beispielsweise, können das alles anbieten, so wie es auch Nicht-Banken können. Das ist übrigens einer der wesentlichen Unterschiede in Liechtenstein, glaube ich, zu Deutschland, und ihr könnt mir da sonst gerne helfen, aber so wie ich das verstanden habe, ist ja die Kryptoverwahrung im KWG geregelt. Also bei uns in Liechtenstein ist das nicht so. Man kann auch als Nicht-Bank diese Kryptoverwahrung besorgen. Ich kenne mich da nicht wirklich aus in Deutschland, aber das hat man extra nicht nur den Banken vorbehalten in Liechtenstein, dieses ganze Universum. Und das Dritte, um das jetzt noch abzuschließen, ist Zugang zum US-Dollar, oder? Und das Thema ist natürlich nach wie vor ein Dauerbrenner bei Banken, oder? Dieses Korrespondenzbankenproblem oder diese Herausforderung, dass, wenn man Produkte und Dienstleistungen in dem Bereich anbietet, natürlich zumindest von den Korrespondenzbanken ziemlich schnell mal die Fragebögen bekommt, was man da genau tut. Das wird aber, das sieht man, oder? Das wird je länger, je mehr salonfähig, Produkte und Dienstleistungen in dem Bereich anzubieten. Und darum glaube ich schon, dass wir da auch einiges mehr an Banken sehen werden, die sich da. Es gibt auch spezialisierte Blockchain-Banken, oder gerade in der Schweiz beispielsweise, die sich ja nur auf dieses Thema stürzen. In Liechtenstein gibt es ja die Bank Frick, die ja auch schon seit Jahren unterwegs ist und Vorreiterrolle sich auch einnimmt. Was kommt deiner Meinung nach, Thomas, nach DeFi und NFT? Keine Ahnung, ich freue mich dann immer. Es wird aber nichts Neues sein. Es wird nämlich nur ein neuer Titel sein für etwas, was wir schon jahrelang tun. So war es bei NFT und bei DeFi. Als mir das erste Mal jemand erklärt hat, was DeFi ist, sage ich, das tun wir eh schon die ganze Zeit. Und mal schauen, was wir jetzt eh schon tun, einen neuen, tollen, klingenden, schönen Namen bekommt, und dann werden wir das als neues Hot Topic haben. Da freue ich mich schon drauf, aber ich weiß nicht, was es sein wird. Ich glaube, die Frage lösen wir natürlich auch in unserem nächsten Podcast Nummer 25 auf, wo wir uns gegenseitig auch diese Fragen immer beantworten. Und da gehen wir natürlich auch darauf ein, was danach kommt und was jeder von uns denkt. So, und die letzte unserer üblichen Fragen: Wo wohnt dieser ominöse Satoshi Nakamoto, Thomas? Hast du da eine Ahnung? Nein, ich habe keine Ahnung, und wer auch immer oder welche Gruppe hinter diesem Pseudonym steckt, habe ich auch keine Ahnung. Aber was ich glaube, was er, sie oder diese Gruppe ist, ist wahrscheinlich nach wie vor noch immer unfassbar unterschätzt, was in diesem Bitcoin White Paper drin steht. Wie unfassbar clever und durchdacht dieses System ist, wird nach wie vor unterschätzt. Und darum glaube ich, dass das eine der wesentlichen Leistungen, intellektuellen Leistungen sicher unserer Generation ist, die da geschaffen wurde von diesem Pseudonym. Ja, das sehe ich ähnlich. So, dann sind wir am Ende unseres Podcasts heute. Wir danken dir nochmal, Thomas, für deine Zeit, für deine Antworten auf unsere Fragen. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Podcast, Nummer 25, wo wir uns selber vorstellen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht. Auch danke für die interessanten Fragen und viel Erfolg bei der Suche nach Satoshi. Ja, wir lösen das auf. Das lösen wir auf. Und ich möchte aber nicht versäumen, dich zu fragen,
Bist du bereit, uns in vielleicht 12 Monaten oder 24 Monaten nochmal zu besuchen im Podcast und uns Rechenschaft über die Weiterentwicklung des Blockchain-Gesetzes in Liechtenstein? Ja, sehr gerne. Das würde mich freuen, wenn ich nochmal eingeladen werde. Natürlich, klar komme ich. Gerne. Okay. Dann tschüss. Schönen Abend. Ciao. Tschüss.